ich zeig's euch hier mal. Es war tatsächlich so, dass wir einfach keine Pause machen konnten. Glaubt mir, das war zu dem Zeitpunkt, wo es eh so anstrengend war, war das gar nicht mal so lustig. Und das Interessanteste, was aber passiert ist, ist eigentlich, was danach passiert ist. Mein ganzer Körper, der hat gezittert. Auch nachts dann im Bett. Willkommen zu einer neuen Folge GeoVentures. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist tatsächlich vollbracht. Ich habe die Medaille in der Hand, habe den Megamarsch gelaufen, die 50 Kilometer innerhalb von 12 Stunden. Und in diesem Video möchte ich euch heute mal zeigen, was hatte ich denn alles mit dabei und welche Erfahrungen habe ich denn gemacht? Was würde ich vielleicht auch anders machen das nächste Mal? Und wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Starten wir gleich mal mit der Medaille. Ich zeige sie euch hier mal. Das ist die Finisher-Medaille in Bronze. Das heißt, ich habe hier 50 Kilometer innerhalb von 12 Stunden geschafft oder in weniger als 12 Stunden geschafft. Und man muss ganz ehrlich sagen, die ist echt hochwertig. Die ist sehr schwer, schön gemacht. Also da freut man sich auf jeden Fall, wenn man sie bekommt. Zusätzlich habe ich hier noch eine Urkunde bekommen mit meinen 50,2 Kilometern. Ich bin einfach nochmal sicherheitshalber ein paar hundert Meter mehr gelaufen, einfach damit ich auf jeden Fall die 50 drüber bin. Also an der Stelle vielen Dank an das Team vom Megamarsch. Habe ich mich sehr gefreut über euer Paket. Ich würde sagen, wir starten einfach mal bei den Klamotten, die ich anhatte und bei dem, was ich getragen habe und dann arbeiten wir uns so langsam nach rechts rüber. Ihr habt ja im Film schon gesehen, ich hatte meine ganz normale Fjällrävenhose an. Was ich aber drunter hatte, ist hier noch eine lange Skiunterhose. Die habe ich deswegen angezogen, weil ihr ja gesehen habt, es war fast schon wie jetzt. Wir hatten sehr viel Schnee, es war eiskalt und deswegen habe ich mir einfach nochmal eine lange Unterhose drunter gezogen. An den Füßen hatte ich einfach meine Wandersocken, das sind jetzt hier welche von Lowa. Das sind so Merino-Wolle-Socken, die habe ich eigentlich immer an, wenn ich große Strecken laufe. An den Füßen hatte ich wieder meine Hanwag-Schuhe. Das sind so Zustiegsschuhe, die sind halbhohe Schuhe, haben aber eine relativ gute Sohle und geben dem Fuß auch eine gewisse Festigkeit. Ich wollte nämlich nicht die schweren Wanderstiefel anziehen, weil die auf Dauer einfach, glaube ich, zu schwer gewesen wären und auch übertrieben gewesen wären. Ich wollte aber auch keine Jogging-Schuhe anziehen, weil ich eine gewisse Unterstützung auch für mein Fußgewölbe haben wollte. Deswegen waren die eigentlich die richtige Wahl. Und zusammen mit den Socken auch hier, ich hatte keine einzige Blase. Das war so cool. Also da war ich richtig, richtig begeistert. Ich hatte auch nicht mal irgendwie Druckstellen oder sowas. Klar, die Füße waren, die waren platt danach, auf jeden Fall. Haben auch extrem wehgetan, aber keinerlei Blasen. Und das ist für mich ein unheimlicher Vorteil und auch ein Qualitätsmerkmal. Ich hatte in den Hanwag-Schuhen, egal welche ich hatte, ob das meine Wanderstiefel sind oder jetzt auch die Zustiegsschuhe, bei Hanwag-Schuhen hatte ich noch nie Blasen drin. Also die passen anscheinend sehr gut zu meinen Füßen. Obenrum an hatte ich hier meinen ganz normalen Pulli, das ist ein Baumwollpulli. Dann hatte ich aber als zweite Schicht so eine kleine Daunenjacke, die habe ich mir mal bei Globetrotter gekauft, ich glaube für 50 Euro, so eine Meru-Jacke. Die hatte ich als Unterziehjacke drunter und oben drüber habe ich einfach hier so eine, ja, so eine Trainingsjacke gehabt. Hier die von Saleva. Das war quasi alles, was ich anhatte. Und mehr habe ich auch tatsächlich nicht gehabt. Das hat man gemerkt, wie wir die Pause gemacht haben, wo wir die Bratwürste gegessen haben. Das war ganz schnell echt kalt. Also ich hätte mir eigentlich nochmal eine zusätzliche Schicht mitnehmen sollen für eine Pause. Aber zum Laufen war es wirklich ideal. Wir hatten, ich glaube, 2 bis 3 Grad hatten wir an dem Tag. Und da war eigentlich die Kombination echt super. Nachts war es dann so, dass ich mir noch meine Mütze angezogen habe. Was ich auch noch dabei gehabt habe, war ein paar Ersatzsocken. Einfach, falls irgendwie Probleme auftreten sollten, habe ich mir die noch mitgenommen. Und was ich sonst noch an Stoff dabei hatte, war natürlich hier eine Maske, weil man weiß ja nie zur Corona-Zeit, wo man es wo man es brauchen kann. Und meine Handschuhe. Die habe ich heute auch gleich wieder an, weil es einfach zapfig kalt ist. Was ich noch dabei hatte, war hier dieses Tuch, dieser Schlauchschal. Den hatte ich aber ehrlich gesagt nicht an. Ich habe den nur dabei gehabt, weil wir eben ein Foto machen sollten, als Beweis, dass wir den Megamarsch gemacht haben, dass wir das auch schicken. Getragen habe ich das Ganze mit meinem Rucksack. Den gibt es in der Zwischenzeit, glaube ich, schon gar nicht mehr. Der ist jetzt hier von Saleva, der Mountain Guide Pro. Hat laut der Angabe 38 Liter. Den habe ich schon lang. Den habe ich immer zum Klettern gehabt, wenn ich in den Alpen unterwegs gewesen bin. Man hat hier die Möglichkeit, seine Tourenski dran zu machen, dran zu schnallen. Also der ist einfach für die Berge konzipiert, ist schön schmal geschnitten. Ich bin super zufrieden mit dem Rucksack. Das Einzige, was ich als Manko sehe, ist, dass er außen keine Tasche hat für eine Wasserflasche.
Innen drin hat er ein Fach für die Trinkblase, aber ab und zu wäre es schön, wenn man einfach außen eine Flasche dran machen könnte. Ist aber aufgrund der, dass er so schmal geschnitten ist, halt einfach nicht vorgesehen. Weil wir es gerade hatten, ich habe eine Trinkblase dabei gehabt, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Unigear. Da wird es auch nochmal ein separates Video dazu geben. Das ist eine 2 Liter Trinkblase, nee, sogar 2,5 Liter Trinkblase. Zum Trinken zusätzlich hatte ich auch eine Nalgene-Flasche dabei. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte sie nicht gebraucht. Vielleicht, weil es so kalt war, das kann vielleicht daran liegen. Mir haben aber tatsächlich diese 2,5 Liter aus der Trinkblase völlig ausgereicht. Hier sieht man es. Bevor wir jetzt aber zum Essen kommen, möchte ich euch daran erinnern, auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr die Themen draußen sein, Abenteuer erleben genauso spannend findet wie ich. Und deswegen jetzt den Abo-Knopf drücken und mir ein Abo dalassen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich habe hier euch mal aufgebaut, was ich dabei hatte. Zusätzlich kommt aber dann noch dazu, das habe ich hier nicht mehr aufgelegt, weil ich es leer gegessen habe, waren 2 Äpfel, eine Stulle und noch so ein paar geschnittene Paprikastückchen und Müsliriegel, die dabei waren bei diesem Starterpaket. Ansonsten habe ich mir hier gedacht, eben was zum Stärken, so ein bisschen Beef Jerky. Wie ihr seht, die ist noch komplett geschlossen, das heißt, ich habe sie nicht gegessen. Das sieht man jetzt gleich auch vielleicht ein bisschen die Erfahrungswerte. Was ich aber geliebt habe, sind diese Salami-Sticks. Die habe ich voll gegessen. Die sind komplett leer. Dann war in dem Starterpaket auch noch so ein Energieriegel mit dabei. Habe ich mich eigentlich total drauf gefreut. Beim Laufen hatte ich dann aber tatsächlich keine Lust drauf, weil der mir gefühlt zu schwer im Magen gelegen hätte. Deswegen habe ich den nicht aufgemacht. Dann habe ich noch Tuck-Kekse mit dabei gehabt. Habe ich mich eigentlich auch drauf gefreut, habe ich aber auch nicht gegessen. Das heißt, hätte ich mir auch sparen können. Und dann habe ich mir so ein paar Nussmischungen noch gekauft. Das waren 3 Stück hatte ich dabei, 2 Stück habe ich in der Tat gegessen. Und die waren super. Also da, die würde ich das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. So, und jetzt kam der große Punkt, wo ich gedacht habe, das würde total schlau sein. Ich habe mir hier so 5-Minuten-Terrinen gekauft. Hier mal einfach einen Kartoffelbrei oder hier Nudeln in Brokkolisoße, weil ich mir gedacht habe, bei den Temperaturen wäre es doch schön, was Warmes zum Essen sich zu machen. Und ich habe sogar von Alpine Loaca das Set dazu bekommen, damit ich mir das Essen hätte warm machen können. Ich zeige euch das mal. Das ist hier ein Titantopf. Dann habe ich hier mir sogar Tee mitgenommen gehabt. Hier passt ideal die Gaskartusche rein. Und dann, guck mal her, ein super kleiner und ultraleichter Gaskocher zum Aufschrauben, wo ich mir dann einfach mein Wasser hätte erwärmen können und mir entweder einen Tee machen oder dann hier die Nudeln hätte machen können. Warum habe ich es nicht gemacht? Es war tatsächlich so, dass wir einfach keine Pause machen konnten. Es war von der Zeit her nicht so, dass wir uns hätten vertrödeln können, sondern wir mussten einfach echt ranklotzen, dass wir vorankommen. Deswegen habe ich leider das Set noch gar nicht nutzen können, weil es wäre schön gewesen, sich einfach noch mal einen Tee zu machen oder sowas, ein bisschen die Natur zu genießen. Und das ist gleichzeitig auch, was ich so den Nachteil von diesem Format finde. Du bist 50 Kilometer unterwegs, kannst eigentlich richtig schön in der Natur unterwegs sein, aber du musst immer hetzen, weil du es definitiv, weil du es einfach anders nicht schaffst. Und das finde ich schade. Deswegen gibt es hier drüber auf jeden Fall nochmal ein Review-Video von diesem Ultraleicht-Kit vom Kocher, vom Gaskocher und hier diesem Titantopf. Den werdet ihr auf jeden Fall noch sehen, aber wie gesagt, für diese Tour habe ich ihn leider nicht nutzen können. Jetzt aber wieder die Handschuhe anziehen. Heieiei, ist das kalt. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Kleinkram, würde ich mal sagen, zur Technik. Gefilmt habe ich das Ganze hier mit dieser DJI Osmo Action. Das ist meine Action Cam, die ich jetzt seit 2 oder 3 Jahren sogar schon habe. Und hier mit so einem Selfie-Stick, den man ausfahren kann. Und gleichzeitig aber auch als Stativ benutzen kann. Das war für mich die leichteste Variante, wie ich eben Videos gut machen konnte für euch. Und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Zur Sicherheit habe ich mir hier nochmal so einen kleinen Gorilla-Pod mitgenommen, falls ich die Kamera irgendwo an einen Ast oder sowas dran machen wollte. Habe ich aber auch nicht genutzt. Und jetzt das Schwerste, was ich nicht genutzt habe. Ich wollte eigentlich tolle Aufnahmen für euch machen und habe meine Drohne mitgenommen. Aber kannst du knicken, ich habe keine einzige Drohnenaufnahme machen können.
Wir sind einfach nicht dazugekommen. Es dauert ja immer eine gewisse Zeit. Aufbauen, verbinden, Handy reinmachen, starten, schöne Einstellungen finden, vorbeilaufen. Von dem her, das da hätte ich mir auf jeden Fall vollends sparen können. Klar, eine Karte, damit wir den Weg finden können. War ja gar nicht mal so einfach. Ich blende euch da mal die Szenen mit ein. Verbandsmaterial hatte ich mit dabei, sicherheitshalber. Hier war einmal meine Stirnlampe drin, die hatte ich mit dabei. Die Stirnlampe habt ihr auch gesehen. Und dann hatte ich noch eine kleine Taschenlampe mit dabei. Warum? Weil, wenn ich mit der Kamera gefilmt habe in der Nacht, dann habt ihr mich nicht gesehen. Und deswegen bin ich dann immer so rumgelaufen, dass ich in der einen Hand die Lampe hatte, in der anderen Hand die Kamera, damit ihr überhaupt mich habt sehen können. Und glaubt mir, das war zu dem Zeitpunkt, wo es eh so anstrengend war, war das gar nicht mal so lustig, immer mit beiden Händen oben hin und her zu laufen und für euch super Aufnahmen einfangen zu können. Aber hat gut funktioniert. Was war sonst noch mit drin? Tempos ein paar. Hier eine Powerbank, die habe ich dann auch genutzt. Habt ihr vielleicht gesehen, dass das weiße Kabel raushing, um mein Handy aufzuladen, weil das hat ja den ganzen Tag getrackt. Genau, ich habe mir noch ein bisschen Geld mitgenommen, damit wir uns unsere Bratwurstbrötchen kaufen konnten. Kabel zum Aufladen, hier Ersatzbatterien für die Stirnlampe, einen Ersatzakku für die Actioncam und hier noch so ein Bioelektra, so ein Magnesium, so ein Magnesiumpulver. Habe ich zwei Stück dabei gehabt, eins habe ich genommen. Dann natürlich noch für den Notfall, falls man mal austreten hätte müssen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich mache, falls es geregnet hätte, da habe ich auch von Unigear eine Plane zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank euch da. Und zwar ist es nicht nur eine Plane, so ein Groundsheet, wie wir hier sieht, sondern du hast hier die Möglichkeit, mit so Druckknöpfen das zusammen zu machen und das Ganze dann als Poncho zu verwenden. Das heißt, du schmeißt es dir quasi einfach als Poncho drüber und hast dann einen Regenschutz. Das heißt, eine Plane, die man direkt als Poncho umbauen kann. Fand ich total cool. So, und zu guter Letzt habe ich hier mein EDC-Kit dabei. Das habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich so, sagen wir mal, reduziert unterwegs bin oder wenn ich sonst eben keine Ausrüstung mit dabei habe. Darüber wird es ein extra Video geben, wo ich euch die Inhalte von meinem EDC-Kit mal vorstelle. Da habe ich dann noch so Sachen dabei wie mein Taschenmesser. Einfach falls irgendwas wäre, dass ich die Möglichkeit habe, mir was zurechtzuschnitzen oder ein Lager zu bauen. Einen kleinen Feuerstahl habe ich mit dabei, eine Rettungsdecke. Das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Da gibt es ein Video dazu. Und wenn das online ist, werde ich es euch auch in diesem Video dann hier mal verlinken. So, lasst mich gucken. Ja, das war es alles schon. Dazu setze ich mich mal ein bisschen hin. Also, was habe ich gelernt in der Zeit vom Megamarsch? Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich danke dir nochmal, Marc, dass du da mitgemacht hast, sowas Verrücktes. Wir hatten ja beide keine Erfahrung in sowas, deswegen war es echt cool, dass du da mitgemacht hast. Was man sagen muss, ist, dass wir auf jeden Fall oder ich auf jeden Fall die falsche Strecke gewählt habe. Wir hatten ja viele Berge mit drin. Ich glaube, am Ende waren es 700 irgendwas Höhenmeter, die wir zurückgelegt haben. Das war für so ein Format, eine bestimmte Strecke in einer gewissen Zeit zurückzulegen, völliger Quatsch. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das heißt, das nächste Mal schaue ich, dass ich eine Strecke rausfinde mit möglichst 0 Höhenmeter Differenz, um möglichst zügig voranzukommen. Trotzdem war es schön, dass wir einfach die Natur erlebt haben. Also ich wollte jetzt auch nicht nur auf Fahrradwegen laufen, sondern ich wollte tatsächlich im Wald bleiben. Also von dem her, daher war es gut. Aber das nächste Mal auf jeden Fall weniger Höhenmeter. Dann gab es natürlich so ein Auf und Ab der Gefühle immer mal wieder. Wir sind einige Kilometer richtig gut vorangekommen. Dann war es auf einmal wieder so, dass wir unheimlich still geworden sind, weil es anstrengend war. Dann hat man irgendwann vielleicht mal auch eine Situation gehabt, wo man eigentlich keine Lust mehr gehabt hat. Und 2 Kilometer später hat man aber auf einmal wieder Lust, weil das Ziel irgendwie näher gekommen ist. Also es war total faszinierend, dieses Auf und Ab auch, sagen wir mal, wahrzunehmen. Und auch dann zu wissen, hey, das ist einfach so, aber wir wissen, warum wir es tun. Wir wollen einfach dieses Ziel erreichen. Es war ab Kilometer 30, ging es bei uns beiden relativ rapide nach unten.
Da muss man sich dann wirklich durchbeißen, weil man in dem Moment gemerkt hat, dass so das Getriebe einfach wehtut. Ne? Die Gelenke haben ein bisschen geschmerzt, die Muskeln waren schon müde, es war kalt. Bei Marc war es dann tatsächlich auch so, dass er dann abbrechen musste. Es hat sich herausgestellt, dass er 3 Riesenblasen an den Füßen hatte. Also von dem her war klar, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte. Und bei mir war dann die letzten 5 Kilometer eigentlich noch die größte Herausforderung, weil das hat sich gezogen wie Kaugummi. Du warst gefühlt schon so nah am Ziel, aber der Kopf musste sich einfach nochmal eingestehen, dass es halt tatsächlich noch eine volle Stunde dauert, bis du am Ziel angekommen bist. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich hätte schneller ins Ziel kommen müssen. Aber es waren halt einfach noch 5 Kilometer und das dauert eine Stunde. Egal, ob das am Anfang oder am Ende der Strecke ist, das kann man nicht beschleunigen. Deswegen war es für mich so, dass die letzten 5 Kilometer einfach unheimlich hart gewesen sind. Und das Interessanteste, was aber passiert ist, ist eigentlich, was danach passiert ist. Das habt ihr vielleicht ganz kurz angedeutet gesehen in dem Video, dass ich danach an dieser Bushaltestelle gesessen bin und habe gewartet, bis mich eine Freundin abgeholt hat. Und in dem Moment, wo ich dann da saß und das Ziel quasi fertig war, in dem Moment kamen Schmerzen hoch über die Waden, über die Oberschenkel nach oben. Das hat unheimlich wehgetan und mein ganzer Körper, der hat gezittert. Auch nachts dann im Bett. Ich habe gezittert ohne Ende, obwohl ich nicht gefroren habe, aber der Körper hat immer geschüttelt. Und auch am nächsten Morgen war es natürlich so, dass ich aufgestanden bin und erstmal ja, langsam vorangekommen bin. Meine Füße wollten nicht das, was ich wollte. Lustig war aber einfach, dass nach 3 Tagen quasi alles wieder vorbei war. Ich hatte natürlich Muskelkater in den Tagen danach. Mir hat das wehgetan, meine Beine, meine Muskeln, alles. Aber nach 3 Tagen hat der Körper sich wieder regeneriert und hat schon fast wieder Lust bekommen aufs nächste Abenteuer. Und das finde ich toll zu sehen, dass der Körper zwar dann an seine Grenzen kommt, sich aber unheimlich schnell wieder regenerieren kann und für das nächste sich vorbereiten kann. Vielleicht ist es so ein Megamarsch auch was Interessantes für euch und wer weiß, vielleicht sieht man sich mal bei einem Event. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn Corona vorbei ist und wir wieder Events haben können, wo man mit mehreren Leuten so einen Marsch mal machen kann, dass ich da tatsächlich nochmal mit teilnehme. Und wenn euch meine Themen auf dem Kanal interessieren, das heißt Megamarsch oder draußen sein oder Übernachtungen in freier Natur, demnächst wird es eine Winternacht auf jeden Fall geben, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis bald!